Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Genug gespielt anzunehmen bei Raketenchef Doppeldecker auf Mehagon. An dieser Position ist eine tägliche Quest, und zwar eine folgetägliche Quest zur täglichen Quest Spielzeuge der Zerstörung. Dadurch hat man auch diesen extra Knopf durch Spielzeuge der Zerstörung. Und nun darf man Box der Schrottknochen töten. Man muss sie jetzt nicht unbedingt durch diesen extra Knopf töten. Ich schau mal nach, was da so geht. So, da ist einer. Ich töte mal den ganz normal. Und habe nun 1 von 12. Dann pulle ich mal einige zusammen, damit es schneller geht. Und jetzt drücke ich diesen Extra-Knopf. Und wie man sieht, macht er gut Schaden. Hat ein bisschen Cooldown. Wenn man aber sie noch nicht tot hat, bevor der CD weg ist, darf man ihn nochmal benutzen. Würde ich aber empfehlen, den Cooldown für volle Gruppen herzunehmen, weil schon Angeschlagene damit zu bekämpfen irgendwie nicht so sinnvoll erscheint. Mal schauen, wo es wieder viele gibt, damit es sich auch lohnt. Hier. Ah, da ist einer auf entkommen. Dann machen wir es so. Also ich finde, das funktioniert ganz gut. Hab nun 9 von 12. Brauche also noch 2. Das sind 2 feindliche. Vermutlich werde ich jetzt mehr pullen, aber das ist Schnuppe. Da habe ich einige. So. Sobald die tot sind, bin ich fertig. Quest ist bereit zur Abgabe. Sollte nicht allzu lange dauern, bis ich da bin. Sollte euch das Video geholfen haben, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. So. Hey, wie geht's euch so? Quest ist abzugeben bei Raketenchef Doppeldecker auf Mehagon an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Ciao!